Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Nightcry, dem Spiel, das mich einfach nicht loslässt. Ich weiß auch nicht, wieso, ne? Aber es hat einfach diesen Charme. Wahrscheinlich, weil es halt so retro ist. Bin ja auch mit, ja, ich sag mal, dieser Generation an Spielen aufgewachsen und ich denke, daran könnte das auch einfach liegen, dass man sowas dann auch gerne spielt. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Wir hatten gesagt, wir gucken noch einmal, ob wir an die Münzen kommen, ohne dass wir gleich ein Battle auslösen. Mit dem Bösen. Wobei ich glaube, dass wir bei diesem Load, also bei diesem Ladedurchgang, ja noch gar nicht benutzt haben, das Pfefferspray. Also da ist auf jeden Fall noch eine... Ah, okay. Oh, super. Gut, ich bin aus Versehen richtig gelaufen. Aber letztes Mal war er hier einmal aufgetaucht. Wir sollten immer versuchen, von der Seite hierher zu kommen, weil das möglicherweise sein Erscheinen auslöst. So, jetzt holen wir uns aber erstmal, so an der Kasse war das, die Münzen. Und dann lassen wir den ganzen Rest einfach in Ruhe. Okay, wurde offen gelassen. Da sind nur noch ein paar Quarters. Die nehme ich mal mit. So, du hast ein Item gefunden und jetzt hau ich ab. Bitte lass mich in Ruhe. Ich sehe das Kind gar nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Uff, okay. Ich hau ab. Das hat ja ganz gut funktioniert. So, jetzt haben wir die Münzen. Und wo war der Automat? Das ist das nächste Problem. Jetzt müssen wir den Automaten finden. Der war aber schon auf dieser Ebene. Nee, der war auf der anderen Ebene, ne? Oh, nee. Ach so, nee, der ist out of service. Der ging ja nicht. Das ist das Problem. Das ist, glaube ich, auch Absicht. Also müssten wir jetzt den Aufzug nehmen. Und ich glaube, ich weiß auch, oder habe zumindest eine sehr starke Vermutung, wie wir eine Ebene höher kommen, also in 2F. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt von der Bierbar aus da hochkommt. Nee, halt, hier lang. Nee, oder? So, ihr Lieben, da wären wir an den Automaten. Ich habe ein paar Minuten rausgecuttet, weil ich dachte, es wäre auf der anderen Ebene gewesen. Das war ein sehr langer Ausflug. So, jetzt hätten wir aber Four Quarters. Ich weiß nicht. Ach so, die anderen sind gar nicht auswählbar. Dann muss es der hier sein. Schauen wir mal, was passiert. Oh, eine abgetrennte Hand und sie hat einen Ehering. Wedding Ring. Okay, und hektische Musik, das ist nicht nett. Kann ich mir das nochmal angucken? Nee, scheinbar nicht. Also den Automaten als Ganzes. Okay, sie liegt da drin. Das ist ja nett. Oder auch nicht. Aber wie kommt die denn da überhaupt rein? Egal. Das fragt man bei so einem Spiel nicht. Keine Logikfragen bei solchen Spielen. Oh nein. Oh Mann. Ich dachte wirklich, jetzt wäre das Viech wieder da. Manchmal ist das so gemein mit der Musik hier. Das ist auch echt eklige Musik. Übrigens gab es inzwischen einen Patch. Man kommt inzwischen raus aus dem Spiel. Ist das nicht toll? Also sie hören auf jeden Fall auf alle Nachrichten bezüglich Bugs und so. Also da sind sie echt hinterher. Und ich glaube auch, dass ihnen das ein echt wichtiges Spiel ist, den Machern. Das merkt man schon, wenn man mit denen auch in Kontakt steht. Und die sind auch super nett und so. Also ich unterstütze das Spiel auf jeden Fall, genau. Klar, es hat so seine technischen Schwierigkeiten, aber das da hat mich letztes Mal erschreckt. Da ist einfach dieser Arm so aufgeploppt, wie aus dem Nichts. Aber wir hatten zumindest, glaube ich, bisher jetzt keinen Game-Breaking-Bug, ne? Also was ich nur nachgelesen hatte, ist halt, wenn man Pech hat, dann kann das halt passieren, dass man den Gegner, also diesen Scissor Walker, glaube ich, heißt er, oder Scissor Man, Scissor Walker, wenn man den dann halt einfach zu häufig auslöst, dass es dann keinen Ort mehr gibt, an dem man sich verstecken kann, weil er halt auch lernt, ne? Wo man sich versteckt und so. So, hier gucken wir mal. Alles klar. Der Ausgang zum Deck sollte sich dort oben befinden. Okay, weiter, weiter. Du schaffst das, die Treppen hoch. Was haben wir denn hier alles? Vielleicht kann ich in einer von denen mich verstecken. Oh nein. Ja, und dann bin ich da und dann sagst du wieder, das ist viel zu klein für mich. Das kenne ich doch. Und was ist das? Ach, vielleicht als Waffe? Nee, ein Mantel.
nichts Außergewöhnliches, also so ein Gerät zum Aufhängen von Mänteln. Ich glaube nicht, dass man das Gerät nennt. Ein Ding. Ein Mantel, eine Garderobe. So heißt das, glaube ich. Oder Garderobiere. Habe ich gerade erfunden. Ich weiß. Und? Ich bin stolz drauf. So, was haben wir da? Wahrscheinlich nur, dass da das Menü liegt. Der Tisch ist viel zu hoch. Dicke Schicht aus Staub ist darauf. Wurde vermutlich schon eine Weile nicht benutzt. Ja, der Tisch ist, glaube ich, viel zu groß perspektivisch. Mm. Oh, was? Ist es versperrt? Aha. Aber es ist versperrt. Das ist ja schlecht. Haben wir denn irgendwas, mit dem wir das aufsperren können? Das hat damit nichts zu tun, oder? Nee, das kannst du hier nicht benutzen. Okay. Okay, verstanden. Mm. Ansonsten habe ich ja den Wedding Ring, aber was bringt das? Ach Mensch, das sind doch die Schlüssel. Wie gesagt, ich habe ein paar Tage nicht aufgenommen. Hä? Oh nein, es ist dunkel. Was war das denn? Wieso? Wieso wurde ich da drin gerade zerfleischt? Deswegen hat sie einmal reingeschaut und es dann doch nicht getan, oder wie? Also, dass sie nicht reingegangen ist. Hä? Wie gemein ist das denn? Oh nein. Beim letzten Save Point. Oh nein. Oh nein. Okay. Nächster Cut. Oh, Entschuldigung. Nächster Cut, würde ich sagen. Ich dachte schon, jetzt wird irgendeine Szene getriggert plötzlich. Ich hole dann jetzt aber erstmal nicht den Wedding Ring. Ich hole den, falls der notwendig ist dann. Weil ich denke fast, dass der ja eher optional ist. Ist jetzt eine Vermutung. Also, dass der nur eine Auswirkung hat darauf, ja, welchen Weg man bekommt. Weil der spaltet sich ja, der Weg von Chapter 1. Und ich glaube halt einfach, dass man dadurch, dass man den Wedding Ring hat oder nicht, halt eben einen anderen Weg geht innerhalb des Chapters. Also, denke ich jedenfalls mal so. Keine Ahnung. Also, wenn das Spiel mich wirklich noch richtig packt, dann werde ich sowieso jeden Weg nochmal spielen. Aber jetzt gehe ich erstmal hoch, weil wir erstmal herausfinden müssen, was wir da überhaupt tun müssen. So, ich cutte jetzt aber mal ganz kurz, bis wir wieder an dem Raum sind. Okay, bis gleich. So, ihr Lieben, ich habe jetzt einmal reingeschaut wieder. Und jetzt weiß ich nicht genau, was will das Spiel von uns? Ich würde ja denken, vielleicht hier schnell verstecken, aber das geht nicht. Aber es passiert da drin auch nichts. Oder soll ich einfach nur vorher das Licht anmachen? Ich gucke nochmal aufs Handy. Okay, anrufen bringt wahrscheinlich eher nichts. SNS. Es hilft uns auch keiner hier, vielen Dank. Keiner reagiert. Also, das ist ja jetzt das Einzige, was mir einfällt, dass wir das Licht halt vorher anmachen müssen. Oh Gott, hoffentlich klappt das. Ja. Vorsicht. Oh Mann, aber das Monster ist ja dann trotzdem hier. Oh. Oh nein. Und hier jetzt gleich durch die engen Gänge fliehen. Na toll. Habe ich ja richtig Lust drauf. Okay, hier ist eine Tür. Da sind auch ein paar Schalter. Huch. Oh, okay. Wir sind raus. Huch, der Typ. Endlich jemand Lebendes. Ach so, ich dachte, der wäre derjenige gewesen, der von dem Trolley umgebracht wurde. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Oh! Whoa, der Megaschreck. Made me jump. I thought I was the only survivor on this floor. This is no time to be laughing. We have to get out of here before it comes back. Yes, yes. I just got here in search of a way to another floor. Do you have any ideas? I do. There's an emergency rope ladder we could use to move down the side of the ship. Seriously? If we fall, we'll be seafood. Would you like to stay here? I'm going down. Wait, I'm coming too. All right, let's go.
Okay, die Bewegungen ergeben keinen Sinn zu dem Text, aber egal. Darauf kommt es ja nicht an. Hä? 18. August 2016, jetzt ist 9.44 Uhr abends. Und was machen Sie jetzt? Jetzt versuchen Sie da... Hä? Moment. Hallo? Ja, richtig, Maria. Es könnte gefährlich sein, hier draußen rumzulaufen oder dort draußen rumzulaufen, aber ja, beruhige dich. Rooney ist momentan nicht unsere einzige Sorge. Wir müssen dieses Ding irgendwie aufhalten. Ja, ich weiß, Maria. Ich habe nicht vor, mich umbringen zu lassen, weißt du? Ich vertraue darauf, dass du dich um die Studenten kümmern kannst. Okay, krass. Wir sind definitiv jemand anderes. Kann ich mal mein Smartphone angucken? Scheinbar geht das leider nicht. Ach so, das ging ja... Ah! Da, ne? Genau. 20.30 Uhr. Aber das ist doch das gleiche Schiff, oder? Erstmal probieren wir hier alles durch. Okay, der geht nicht durch, der Anruf. Übrigens, lustiger Hinweis, dass es keine Zahlentasten gibt. Man kann überhaupt keine neuen Nummern eingeben. Ist echt ein bisschen strange. Kelly Butler. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir niemanden erreichen werden, aber naja. Und Wilfred Buchanan. Moment, wir sind erst bei B, oder? Hat er so eine lange Liste? Oh nö, die rufe ich doch jetzt nicht alle an. Boah. Wobei ich bei sowas ja immer echt neugierig bin, ob es vielleicht doch bei irgendwem gegangen wäre. Aber das ist jetzt ein bisschen langatmig, es bei allen zu versuchen und am Ende geht's nicht. Ich probiere noch Penny aus, weil der Name lustig ist. Da muss ich immer an Big Bang Theory denken. Entschuldigung. Big Bang Theory gucke ich echt ganz gerne. So, was haben wir hier denn? Leonard Cosgrove. Alles klar. Hier hat er zum Beispiel ein Post von Yasuhiro Inoue. Oh, geil. Sushi. Finde ich super. Zachary Levy Hartman. Kahn Osh. Ach, wisst ihr was? Das sind bestimmt Bilder. Das wurde ja gekickstartet. Vielleicht konnte man da bei einem bestimmten Wert hier landen dann in den SMS. Okay, momentan habe ich nichts zu posten. Gut, und ansonsten haben wir nur das Licht. So, das ist ja mal interessant. Dann sind wir wahrscheinlich auch schon in Chapter 2, hä? Es macht keinen Sinn, hineinzugehen. Aber was ist jetzt aus Monica geworden? Voll schade. Der hier läuft auch viel normaler. Ich will Monica zurück. Das Mondlicht scheint durch die Wolken und wird reflektiert von dem Kran. Oh, wow. Ich darf den tatsächlich steuern. Ja, scheint zu funktionieren, aber ohne das Boot. Ja. Ist natürlich nicht gerade amazing, wenn kein Boot dran ist. Hier sind Leute. Was mache ich hier überhaupt? Ah, Professor Leonard, die Situation schaut nicht gut aus. Oh, hallo Eric. Habt ihr irgendeine Ahnung, was hier los ist? Ich fürchte, wir wissen vermutlich weniger als die Passagiere oder genauso wenig. Auf jeden Fall ein Massenmord an Bord. Mehrere Gegenden sind abgeschnitten. Außerdem kommen wir nicht zum Captain und der Crew durch. Also sie haben schon SOS abgesetzt, richtig? Ich kann es nur hoffen. Aha, also wir sind wirklich an Bord. Es ist etwas später. Aber teilweise sind die einzelnen Ebenen scheinbar voneinander abgeschnitten und können auch gar nicht miteinander kommunizieren. Und wie geht es Ihren Studenten? Sie haben sich verbarrikadiert im Laderaum oder sowas. Ich bin hier, weil sich einige der Gruppe noch nicht angeschlossen haben. Okay, gut, dass sie sich dort verschanzt haben. Ach, wer weiß, vielleicht ist Monica und diese ganze Gruppe war vielleicht Teil von den Studenten von dem Leonard hier. Ich guck noch mal kurz, dann kann ich auch hier noch mal kurz lesen, was ich so schnell nicht lesen konnte. Ach so, in der Shopping Area, also da, wo eingekauft wird. Da bei den Lagerräumen. Und das ist der sicherste Platz, der mir eingefallen ist. Okay, ja, das stimmt. Das hört sich ganz gut an. Und der hier? Ich kenne sie. Aha, Professor Leonard, ich bin Kobe, der Purser. Was sind der Purser? Ach ja, richtig. Sie sind gekommen, um nach meiner Dusche zu schauen. Sie haben mir wirklich dabei geholfen. Ich habe wie ein kleines Kind geschrien, als plötzlich das Wasser eiskalt wurde. Professor? Ja, alles klar, sorry. Ich
wünschte, ich könnte kapieren, was auf Erden hier geschieht. Oh, ey, guckt mal, wie schnell das eben ging. Ja, wir sind hierher gekommen, um die Situation zu evaluieren und den Leuten zu helfen, aber haben Sie gesehen? Die Rettungsboote, die fehlen, die sind nicht da. Sie meinen alle Rettungsboote? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht finden wir ja noch ein Rettungsboot. Sollten wir davon ausgehen, dass jemand absichtlich die Rettungsboote runtergelassen hat, damit man nicht fliehen kann? Das könnte der Grund sein. Professor, schauen Sie mal da drüben. Oh, verstehe, eine Art Licht, ein Leuchtturm oder etwas, das jedenfalls wie ein Feuer entfacht ist. Ja, genau. Es gibt viele einsame Inseln hier in der Nähe. Und von denen aus, scheint manchmal Licht aus. Also haben wir hier die Chance, wahrscheinlich diese Insel zu erreichen. Es ist vermutlich eine Gruppe, die auf dem Weg ist zu einer Insel auf einem der Rettungsboote. Was könnte die Lichtquelle sein? Ja, seltsame... Ja, genau. Das glaube ich auch. Ich weiß aber nicht, was ihre Absichten sind. Wenn sie nur von dem Schiff fliehen wollen, wieso sollten sie dann die Rettungsboote also die anderen niederlassen? Wir müssen sie einfangen. Ich gebe ihnen ein kleines... Ja, das ist ja eine Schande. Was auch immer eine Schande ist, ey. Das ist so geil. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, zu der Insel zu gelangen? Es wird nicht leicht sein. Selbst wenn wir versuchen, hinüberzuschwingen, sind die Wasser voller Haie. Richtig, ich hoffe, uns fällt etwas ein. Ey, ich weiß nicht, von was für Menschen die ausgehen. Wer liest denn bitte so schnell? So, was haben wir denn da drin? Klong, klong. Ein rotes Objekt aus Vinyl, zusammengefaltet in der Box. Könnte das ein... aufblasbares Rettungsboot sein. Nimm es doch bitte raus. Dann könnten wir das möglicherweise herausfinden. Okay, das muss man wohl aufpumpen. So, Leute, ich habe einen Job für euch. Ihr dürft jetzt das Rettungsboot aufblasen. Ja, habt ihr gesehen, diese gelbe Box da drüben? Da ist ein Rettungsboot drin. Gelbe Box? Oh, richtig. Genau, für Notfälle haben wir da ja ein aufblasbares Rettungsboot. Richtig, daran kann ich mich erinnern. Das war auf der Liste. Ich hätte niemals gedacht, dass wir das tatsächlich benutzen müssen. Gut, dann müsst ihr beiden das jetzt nämlich aufblasen. Ich werde euch unterstützen. Also, ich werde euch zuklatschen. Ich weiß nicht, meine Lungenkapazität reicht dafür nicht. Außerdem hat mir mein Doktor gesagt, dass ich sowas nicht machen darf. Na, dann sollten wir uns wohl beeilen. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ob man auf so einem Ding so sicher stehen kann. Vor allem ohne zu schaffen. What's going on. But whoever is on that island probably knows more. So you think they're terrorists? Maybe. If they were, they probably would have made some kind of statement by now. Anyway, we should keep going. Okay. Na, die sind ja schön gefolgsam, ne? Da haben wir uns ja jetzt zwei mitgenommen. Geil, tatsächlich auf einer Insel. I'm going to take a look. You lot stay here. Won't it be dangerous? Someone needs to guard the boat, or we could end up stranded here. Don't worry about me. I'll be careful. As you please. Okay, die bleiben also beide hier, weil das Boot in außergewöhnlicher und sehr großer Gefahr ist, wenn nur einer da bleiben würde, um es zu bewachen und den alten Herren mal begleitet auf der Reise über eine sehr gefährliche, noch nicht erkundete Insel. Aber egal. Das gehört einfach zum Spiel. Das macht den Trash-Faktor aus und ich liebe es. Also ich mache noch eine Folge, Leute. Wenn nicht so krass mega buggiger Mist irgendwie kommt, der irgendwie verhindert, dass wir weiterkommen, dann spiele ich das Spiel, glaube ich, durch. Weil irgendwie fasziniert es mich. Ich kann es nicht erklären und es macht mir auch wirklich Spaß. Und ich hoffe nur, dass es hier auf der Insel dann auch gefährlich wird. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und ja, dann sehen wir uns also in einer weiteren Folge von Nightcry wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.